Willst du reden oder soll ich reden? Du. Und zwar erzählst du mir was von einem Bullenschwein, das ich suche. Niemals. Ach, mach schon. Du kennst doch sicher jede Menge Bullen. Nein, glatte Fehlanzeige. Ich wette, du kennst doch welche. Ich wette, dass sie alle zu dir kommen und bei dir absahen. Hab ich recht? Sie haben recht, ja. Sie haben recht. Das habe ich mir gedacht. Wie wär's mit uns beiden? Ich bin kein Freier. Ich suche nur jemanden. Da kannst du woanders suchen. Denkst du vielleicht, ich bin die Auskunft? Hey, ich glaube schon, dass Sie mir helfen wollen. Ich bin auf der Suche nach Bad Bob Cottrane. Eine Kollegin hat ihn heute Morgen in der Division Street gesehen. Er hat die Ärmste zu Tode erschreckt. Wo ist sie jetzt? Hat sie ein bestimmtes Revier? Da drüben an der Ecke. Sie haben mir sehr geholfen. Hier, machen Sie sich einen schönen Tag. Besser, Sie flanieren heute nicht auf der Straße. Also im Ernst, ich verstehe wirklich nicht ganz, was Sie vorhaben, Sarge. Gibt es einen bestimmten Grund, warum wir beide hier warten? Rich, wir warten hier, weil überall in der Stadt Verbrechen begangen werden. Oh. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber damals stand ich auch hier. Es war 71, als Mississippi Joe zwei Chinesen abgestochen hat. Ah, und jetzt kommt die Geschichte, wo Mario bei der Schießerei in seinen Pizzaofen gekrabbelt ist. Außerdem stehen wir hier, weil heute Morgen zwei Häuserblocks von dieser Stelle entfernt unser alter Freund Bob Cottrane eine Bordsteinschwalbe namens Toiler Joy in die Mangel genommen hat. Und jetzt bist du dran. Ich hätte mir das alles aufschreiben sollen. So viel auf einmal aus Ihrem reichen Erfahrungsschatz kann man gar nicht behalten. Streifenwagen. Clark Street, Ecke Division, wurde eine Rauferei gemeldet. Möglicherweise handelt es sich um den gesuchten Robert Cottrane. Und wir stehen hier, weil ich es verdammt nochmal gerochen habe. 116 an Zentrale. Wir übernehmen. Ich hab's gesagt, er findet mich. Zentrale an 1L16. Robert Cottrane ist gesichtet worden. Blaylock Apartment in Corbin, nördlich der Division Street. Unterstützung an und bleib hinter dem Wagen. Seien Sie bloß vorsichtig, Sarge. Gib die Meldung durch, Junge. Cottrane! Na komm schon, Bob. Mach schon, ich stehe hier. Genau wie letztes Mal. Nein, nicht schießen. Was? Fallen lassen, Cottrane. Na los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Tja, also? Ich leiste keinen Widerstand. Angel. Sie sind festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen. Das würde ich noch dringend empfehlen. Also was zum Teufel bildest du dir eigentlich ein? Ich habe dir das Leben gerettet, Sarge. Du hast mir nicht das Leben gerettet, du hast es gefährdet. Ich wollte dir einen Gefallen tun. Darauf kann ich verzichten, mein Sohn. Trotzdem war nett, dich zu sehen. Dad! Bring ihn aufs Revier und bucht ihn ein. Ich komme dann nach. Der Einsatzleiter wird Sie sprechen wollen. Ach, der kann mich mal. Sag ihm, du hast ihn festgenommen. Nein, das werde ich nicht. Also, sieh zu, dass du endlich loskommst. Hey, Cottrane,